Die Boulders liegen direkt am Weg zwischen Our Mary und Dunedin. Wir konnten uns absolut keinen Reim drauf machen, wie die Kugeln entstanden sind. Alle möglichen Theorien stellte ich auf. Die Steine sind vom Wasser rumgeschliffen und so weiter. Tja. Das Rätsels Lösung fand ich später im Reiseführer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ein Geheimnis draus machen soll. Die Murakibollers wurden von den Wellen aus der Uferböschung gespült. Dort lagern sie in einer Schicht weichen Kalktons, die vor rund 60 Millionen Jahren den Grund eines Urmeeres bildete. Die Kugeln sind nicht im Wasser rundgeschliffene Felsbrocken, sondern entstanden, um organische Stoffe durch einen Prozess, den man im Kleinen von Perlen kennt und den Wissenschaftler Konkretion nennen. Die größten Kugeln bildeten sich in bis zu 4 Millionen Jahren heraus. Spätere Prozesse ließen Risse entstehen, in denen sich der Kalkspalt ablagerte, der für die markanten Muster sorgt.